Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren und neuen Angezockt-Testvideo hier auf meinem Kanal. Und damit melde ich mich natürlich erstmal zurück, frisch aus meinem Urlaub, gesund und munter und ein bisschen braun gebrannt. Ja, so soll das auch sein. Und ja, natürlich erstmal den Xbox Store ein bisschen durchforstet und sieh da, es gibt wieder ein paar neue Demos und ein paar neue Testversionen und damit werde ich euch heute wieder beglücken, hoffentlich. Ja. Heute spielen wir, wie hieß es denn? Embers of Mirim. Naja, ich bin mal gespannt, was das Ganze sein soll. Irgendwie zwei Fraktionen sollen wo gegen Aliens kämpfen und müssen da ihre Differenzen beiseite legen. Und ja, ich habe Zocks jetzt wie gesagt mit euch an, darum angezockt Testvideo. Die Videos sind auch für alle Leute, die einfach keinen Bock haben, sich jedes Mal ihre Festplatte zuzumüllen und einfach nur schauen wollen, wie ist das Ding überhaupt. Und daher starten wir jetzt einfach mal schön rein. Ansonsten natürlich geht es jetzt demnächst bald weiter wieder mit City Skylines und den ganzen anderen Projekten. Ihr wisst das ja alle selber, die wir auf meinem YouTube-Kanal sind. Und darum immer Dankeschön für eure netten Kommentare und Likes und Unterstützung. Und ich kann auch schon das Vieh hier steuern. Okay, ist das ein 2D-Plattformer? Ich bin gespannt. Okay, springen und springen. Also ich kann springen und mich bewegen. Na, wollen wir nochmal gucken. So, ich mache mal kurz einen kleinen Soundcheck, ob hier alles funktioniert. So, mal kurz leise sein. Na, könnte man die Musik eigentlich fast ein bisschen lauter machen, glaube ich. Könnte man ein Stückchen lauter machen. Ein bisschen. Ein Hauch von etwas. So. Na, dann wollen wir mal. Oh Gott, der springt so schnell. So, wollen wir mal gucken hier. So, jetzt bewegen wir uns mit dem kleinen Scheißer hier. Halte A zum Gleiten. Na, machen wir mal. Ah, so hier, ja. Okay, hat so ein bisschen... Oh, hier ist er aber nicht mehr so direkt auf einmal. Hier braucht ein bisschen Luft und Zeit dazwischen. Ja, kein Problem. Hier können wir auch nochmal gleiten. Ah, hier nochmal ein bisschen Weitersprung. Ja, kein Problem hier. Bin auch gespannt, inwiefern hier die Demo... oder wie lange die ist. Ob das hier einen ein bisschen packt. Boah. Musik ist ganz nett. Aha, jetzt kriegen wir schon mal das nächste Sprinten. Autsch. Ja. Man sollte vielleicht nicht stehen bleiben. Na, dann werden wir auch mal machen. Schnell. Ah, immer hier drüber springen. Schnell. Die Lawine kommt. Einmal hier rüber. Also die Musik gibt mir jetzt, also die ist mal nett gemacht, aber die gibt mir jetzt noch kein gutes Feedback, also dass es jetzt wirklich irgendwie episch sein soll, ne? Und ich finde gerade jetzt in dem Bereich vergleiche ich immer gerne Spiele mit Ori. Ne? Und da ist man doch schon ein bisschen verwöhnt. Ein ganz klein wenig. Aber gut, lasst uns mal jetzt nicht nach 3 Minuten hier urteilen, das wäre Quatsch. Denn der arme Kleine scheint ein wenig verwundet. Das? Ach, das ist die dunkle Seite jetzt? Also die andere Fraktion wahrscheinlich, ne? Ah, der hat jetzt mitgekriegt. Oh, da ist was vor der Tür. Gehen wir doch mal schnell gucken. Oh, ein Diamant. Halte RT gedrückt. Machen wir mal. Aha. Ja, das hat auch schon ein bisschen Ori-Style, oder? Mit diesen Aufladen hier. Okay, halte RT und benutze und bewege den Ember. Und jetzt? Mal nochmal. Check ich jetzt nicht ganz. Halte RT und benutze R um Bewegung deines Embers. Ach so, vielleicht sollte man das so machen. Ja. Toni. Ja, aber deswegen kann ich trotzdem nicht hier hoch. Er will immer so schräg weg. Warum will der denn immer so schräg weg? Hast du jetzt auf? Die Richtung. Ach Gott. Ah. Aber der, habt ihr gesehen, der will immer so schräg nach hinten. Naja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass das noch besser wird. So, wahrscheinlich jetzt hier den Ember nach oben. Ah. Okay, damit können wir also die Tore öffnen. Und hier ein Doppel-Ember, ja. Einmal so. Okay. Jetzt, ach oh Gott.
Mehr schlecht als recht. Also ich hoffe, dass diese Ember-Sache nicht ganz so oft eingesetzt werden muss, weil... Autsch! Also da muss ich auch wieder so durchfliegen, ja? Okay, nice. Ist in Ordnung, können wir so gerne so machen. Ach du Scheiße. Durch die ganzen Tore soll ich durch? Aber da reicht doch die Energie nicht vom Ember. Ja, egal, probieren wir es. Ah, doch, jetzt hält er lange durch. Okay. Ja, nehmen wir mal so. Gerne, gerne. Also wird es hier später dann wahrscheinlich so ein paar Rätsel gehen. Dann gehen wir hier rüber, damit wir die Energie aufladen. Sehr schön. Also in diesem Gitter selber, da verlieren wir also keine Ember-Fähigkeit. Das ist schon mal gut zu wissen. So, und jetzt geht es ja schräg hoch. Oh, einmal hoch, 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 hoch. Und einmal hier durch. Ganze ist wieder ein Problem. Ich zocke das natürlich wieder tagsüber. Und bei mir scheint mir die Sonne so auf dem Fernseher drauf, dass ich also echt mal wieder zweimal gucken muss, hier gerade bei dunklen Sachen. Na, sind wir wieder wach? Ich finde das Springen irgendwie ein bisschen unnatürlich. Also, naja, unnatürlich. Es klingt jetzt falsch, aber es fühlt sich zu arcadisch an für das, was es, glaube ich, gefühlt sein soll. Okay, hier machen wir das Ganze also mit LT. So, und dann LT und L. Ja, okay, also quasi dasselbe Brot, nur so rum. Können wir denn eigentlich auch da hoch? Würde mich jetzt mal interessieren. Aber das bringt uns nichts. Okay. Ich sehe schon, dass wir gleich die zwei Viecher zusammensteuern müssen. Sonst würde das keinen Sinn machen, dass wir einmal LT und einmal RT benutzen müssen. Ich ahne da auf jeden Fall ein Double Team. Hopp, das war aber knapp. So. Kann mal jemand sagen, dass die Sonne aufhören soll zu scheinen? Ist ja furchtbar. So. Jetzt müssen wir. Kann ich eigentlich ins Gleiten? Ja, okay, ich kann im Flug das auch machen. Dann würde ich sagen, wir gleiten jetzt hier runter. Und setzen jetzt die Fähigkeit ein und gehen hier rüber. Na, das passt doch. Vollkommen in Ordnung. Ach du große Gott, ja. Na dann los. Einmal da lang. Da lang. Sehr schön. Ganz gesmooft. Und gleich treffen die zwei Kleinen aufeinander. Na, schön hier lang, genau. Alles super. Ich komme. Auch hier werden wir das Ganze wieder mit einem Sprung setzen. Jawohl. Oh, bis jetzt noch relativ easy alles. Aber klar, liebe Leute, Demo, ne? Und da guck mal, da haben wir die zwei jetzt. So, und entweder fauchen die beide jetzt gleich an, oder aber wir kriegen jetzt eine Love-Szene. Kuckuck. Na? Und was machen die zwei hier? Ah, so ganz grün sind sich beide noch nicht. Ich fahr zuerst Fahrstuhl, nein, ich. Ah, lass mich. Ach, komm schon. Oh nein. Fuck. Ja, ich glaube, ein bisschen besser hätte man das Ganze alles in Szene setzen müssen. Jetzt weiß ich auch nicht, was da für ein Studio dranhängt. Da hätte ich vielleicht mal vorher gucken sollen. Wird sicherlich ein relativ kleines sein. Also, es ist ja auch bis jetzt in Ordnung. Ja. Muss jeder mal für sich selber wissen. Also, bis jetzt die Spielbarkeit ist ganz angenehm. Hier und da die Sprungmechanik finde ich halt ein bisschen zu. Ich weiß nicht, passt irgendwie nicht in das Spielgefühl rein. So, halte LT und RT zum Aufspalten. Ach, wir beide sind jetzt zusammen, ja? Ey, nice. Wir sind jetzt eine Kreatur geworden. Also, nice, okay. Na dann los. Okay. Dann dasselbe hier mit Sprung. Ja, erfordert auf jeden Fall wieder ein bisschen Fingerfertigkeit. So, hier oben müssen wir auch wieder mit einem Sprung setzen und dann uns aufspalten. So, und ran. Und hier dasselbe auch nochmal. Oh, sehr schön, sehr schön.
Hier brauchen wir es eigentlich nicht, aber machen wir einfach mal A. Fast hängen geblieben. Gut. Ach, es kommen jetzt hier auch noch Gegner. Wird es noch Gegner geben oder nicht? Dann macht die Tore auf. Wir wollen wissen, was da oben ist. Ah, sehr schön. Ah, das war jetzt zu weit weg für die beide, ja. Also zu weit können wir uns nicht trennen. Immer schon relativ in der Nähe bleiben. Ja, hier merkt man schon, es wird schon kritisch. Aber alles gut. Aber sieht schön aus, ne? So die Zwicklein. Aha, da sind wir jetzt oben angekommen. Niedlich. Sind wir wieder? Ne, wir sind zusammen, ne? Ja, wir sind zusammen. Ja, warum auch nicht, ne? Oha. Das sieht nicht gut aus. Ja, ich sehe so, man versucht ja auf jeden Fall Elemente irgendwie zu vereinen aus vielen 2D-Plattformen, die man schon kennt. Also ganz klassisch hier eine Verbindung zu Ori, die man versucht aufzubauen, ne? Gerade mit den Rätseln. Und ja. Ich bin gespannt. Dürfen wir noch ein bisschen mehr machen? Ja, wir dürfen noch ein bisschen mehr. Na kommt. Geben wir uns mal. Ich hoffe, ihr da draußen entspannt ein bisschen. Die Musik ist ja relativ einladend jetzt zum Entspannen. Ja, das finde ich immer noch so ein bisschen... Sind wir jetzt eigentlich schneller als vorher? Oh, boing, boing. Ich weiß nicht, ich finde die Springanimation für die Musik, also da müsste jetzt es müsste halt irgendwie anders zusammenpassen. Ich weiß nicht, wie man das so beschreiben soll, ne? Aber das kriegen halt andere Spiele dann schon ein bisschen besser hin. Warum soll ich jetzt hier... Ach so. Wenn ich jetzt so einfach durchgehen würde, wäre das nix. Okay, also muss ich mich trennen. Oh Gott, jetzt muss ich erstmal wieder... So. Hätte ich das jetzt auch alleine machen können? Nee, alleine geht nicht mehr. Okay. Also immer dual. Hier können wir auf jeden Fall wieder drüber gleiten. Ich hätte, glaube ich... Nee, geht. So. Für Speedrunner ist das, glaube ich, eine ganz interessante Sache. Und wenn du hier wirklich das Ganze verinnerlicht hast, die hier versuchen, richtig schnell durchzukommen... Ja, so wie jetzt das bei mir nicht geklappt hat. Aber das sieht schon gut aus, was ich hier gerade mache. So. Ran. Sehr gut. Ach, da oben geht's weiter. Bis jetzt aber noch immer alles derselbe Rhythmus, sage ich mal, ne? Okay, da ist immer wieder mal was getrennt, dann mal wieder so lang und so lang. Oh, jetzt gibt's Punkte. Mhm. Glymphen? Was? Ja doch. Glymphen sind in der gesamten Welt versteckt. Na, dann machen wir das mal. Sammeln wir mal die Sachen ein. Und jetzt? War's das schon? Ich geh nochmal lang. Ja, das war's schon. Es scheint so, als wär's das gewesen. Wir können auch gleich nochmal... Ach, Schweige gehabt. mal kurz hier reingucken. Ne, okay, anscheinend gibt es auch keinen Charakterbaum. Schade, warum nicht? Hätte man doch hier mit reinmachen können. Oh, was ist denn jetzt passiert? Panzerfähren bieten dir Schutz. Naja, wenn wir jetzt schon Schutz kriegen, bin ich... Au! Na toll. Na toll, wobei ja, hatte ich ja lange jetzt meinen Schutz gehabt. Naja, ganz klasse. Ah, jetzt haben wir sie wieder bekommen. Ja, leuchtet auf jeden Fall schön. Also vom Artwork der Viechter finde ich es auf jeden Fall ganz interessant. Also das kann man schon mal sagen. Oh, das war jetzt aber auf den letzten Meter. Was? Was? Erstmal so. Drücke L nach unten und X in der Luft, um Satz zu machen. Auf dieses Vieh drauf? Aber doch nicht auf diese Viecher da drauf. Soll ich das mal machen? Nee, okay, macht keinen Sinn. Gut. Aber warum hat er mir denn hier jetzt schon eine Anzeige gemacht, wenn hier noch nichts ist, wo ich das... wirklich braucht. Na egal, gleiten wir mal weiter runter. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir jetzt den Satz nach unten machen können. Also ein paar Fähigkeiten kommen hier auf jeden Fall. So. Ja, und hier kommen wir das Typische, ne? Aufteilen. Oh, da hinten war was gewesen. Ich würde nochmal kurz zurück. Was ist denn da hinten? Nichts? Okay. Ich dachte, ich kann jetzt irgendwas erforschen oder so. Aber nein.
So, du musst mitkommen. Die dürfen sich ja nicht so weit entfernen. So ein kleines Labyrinth, ne? Ja, da ist die Verbindung getrennt. Warte mal, erstmal müssen wir... Aha, so werden sich also die Rätsel dann durchsetzen, ne? Ist irgendwie so grau-matschig hier gerade bei mir alles. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich, die Farbpalette finde ich gerade nicht schön. Um es mal so zu sagen. Aha. So. Jetzt nach unten. Jetzt kannst du nämlich da lang. Ohne, dass ihr euch zu weit rennt, ihr Zwicklein. Streithähne. So, über hier rüber. Also der ist schon am Aus, ja? Ich krieg ihn aber auch nicht mehr raus, da. Ist er so festgebackt, oder was? Nee, alles gut. Braucht man nicht. War? Okay, jetzt, ja, jetzt macht das auch Sinn, diesen Satz anzuzeigen, wo jetzt hier was... Kann ich nochmal zermatschen? Nee, ich dachte, ich darf nochmal. Ja, leider finde ich aber halt, wie gesagt, die Präsentation ein bisschen öde. Um es mal so zu sagen. Da oben ist jetzt aber nur gelb, ne, wenn ich das richtig sehe. Ja, dann nehmen wir jetzt nur gelb. Das funktioniert. Komm schon. Schade. Ich dachte, das klappt. Dann versuchen wir es mal mit einem Satz. Warte mal. Ich bin ja auch blöd. Ich kann das so machen. Ja, komm, bis hier runter. Bis hier. Aua! Das ist ja. Jetzt muss ich erstmal. Jetzt muss ich selber erstmal überlegen. Nee, der muss mitkommen. Was ist denn, wenn ich jetzt. Also den blauen kann ich bis dahin positionieren. Das ist ja okay. Nein! Ich will dann gleich wieder reinstarten, aber das macht er nicht. Und der blaue darf ja bestimmt da nicht mit rein, ne? Nee. Und so wird das auch nicht. So, den blauen. Ja, der geht immer nur bis dahin, weil dann hat er keine Energie mehr. Ich versuch mal Sprung. Es kommt so weit, wie es geht. Ja, das, weiter geht's nicht. Also weiter kriege ich den blauen nicht. Yes, so. So passt das. Sehr schön. Bisschen pummelig gerade hier gewesen. Lass mal darüber. Ja, ich weiß wie. So, zack, durch. Das hier ist auch ohne Probleme. Hier machen wir wieder das Runterspringen. Ah, das ist jetzt alles dann irgendwann nur noch mal so eine kleine Retour hier. Achso, ihr seht schon, ein eher gemächliches Angezockt-Testvideo heute von mir. Ah! Sagte er und stirbt. Ach, so ein netter Respawn-Punkt. Ist ja in Ordnung. Na, na, schaff mal. So, ich hoffe ja, dass jetzt irgendwie noch so ein Endgegner... Irgendwas kommt. Irgendwas muss jetzt noch was Bombastisches passieren. Weil sonst finde ich die Präsentation wirklich ein bisschen öde. Auch die Landschaften sind jetzt wie gesagt, ich habe irgendwie dieser Grauschleier, an den störe ich mich gerade so ein bisschen extrem. Ne? Ich möchte mal nach links gucken. Aha. Das hat sich ja gelohnt. Ein Herzchen. Wie süß. Ich glaube, ich habe nicht alles getroffen, wa? Ach. So, war das markiert? Nee. Oh. Jetzt haben wir's. Schön. Aber was kriege ich jetzt dafür? Also das Spiel gibt mir jetzt irgendwie kein Feedback dafür, wozu ich das mache. Dankeschön. Ah. Ist gar nicht so leicht, immer mit zwei Joysticks so, zu justieren. So, und jetzt hier nochmal nach oben. Blub. Und ran. Und weiter geht's. Was, soll ich das platt machen? Ja.
Gut. Aua! Ich hab mich voll justiert, falsch justiert. Ah. Aber die Rennfunktion brauchte ich bis jetzt eigentlich nicht nochmal. So. Oh, das war knapp. So. Tadam. Gott. Also für Grobmotoriker ist das nichts. Darf ich da rein? Achso, ja, okay. Aber hier ist doch wieder so ein Stein, oder nicht? Kann ich mit dem was machen? Aha, dankeschön. Sag das doch, dass ich den Stein kaputt machen kann. Ja, das war nix. Ja, das bringt mir nix. Ach. Nein, 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 nein. Warte mal, ich habe mir doch bestimmt Rennen auf der Paddel gelegt. Genau, jetzt versuchen wir es mal mit der Paddel. Nein! Warum will er denn da nicht springen? Also die Abstimmung ist nicht ganz so, also ideal, wie man das eigentlich vermuten lässt. Ich bleib mal hier einfach kurz stehen und mach das mal so. So. Ja. So. Oh, ein langes Level hier, der Wald. Warte, man merkt schon jetzt so, bei mir taucht jetzt schon so langsam so die so ein bisschen. Oh, naja. Hm, okay. Machen wir mal. Also es müsste mal was passieren oder so. Au. Das hätte ich zu spät gesehen. So. Und jetzt heißt es wieder wegrennen, wa? Sieht mir doch schon wieder fast ganz danach aus. Nö. Denkst du, Toni? Denkst du? Einfach runtergleiten. Na, jetzt passiert was. Oder auch nicht. Okay. Naja, da kommt gerade was dem Wasserfall runter. Autsch. Hätte vielleicht mal rennen sollen. Ich dachte jetzt erst ein Riesenmonster oder so, aber nein, es ist bloß ein Baumstamm. Ah, hier rüber. Schnell rüberrennen. Boah, der braucht aber der manchmal echt eine Weile, bis er reagiert, du. Boah, jetzt kommen gleich mehrere, ja. Ja, das habe ich nicht gesehen. Der Grauschleier, das stört mich echt extrem. So. Naja, es ist zumindest ein bisschen Abwechslung. Wenn man hier sowas machen muss. Ah! Da war aber knapp. Ah, jetzt sieht es aber schon wieder kompliziert aus. Naja, wobei. Geht eigentlich. Geht noch. Geht noch. Geht noch. So, beide wieder zusammengefügt. Na, da kommt noch was. Ohne, also nur reines Bewegen. Das haben wir ja wohl noch gebacken kriegen hier. Einmal nach da. Einmal nach da. Au! Scheiß Dornen. Kann doch nicht wahr sein. So. So, haben wir es jetzt? Natürlich nicht. Jetzt kommen erstmal 20 Baumstämme hier oder was? Ach. Ah. Haben wir's? Wie nett. Dankeschön. So, jetzt ist dieses Kapitel hier abgeschlossen hier in diesem Wald. Halt, den Stein mitnehmen. Natürlich kommt der nächste Baumsturm. Na, freilich. Naja, da haben wir die Abwechslung, die uns hier der Entwickler auf jeden Fall... Uah! So schnell konnte ich gar nicht mehr mich wieder trennen. Gibt's da nicht. Frechheit.
Mensch, das wird auch wieder ein langes angezockt Video, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, kurz trennen. Aufpassen, nicht an die Dornen rankommen. So. Ach du Scheiße. Also noch mehr Muster gehen nicht mehr, oder was? Oh, Hammer. Was? was? Also man merkt, ich bin schon konzentriert auf jeden Fall. Okay, ich muss mich nach den Dings unbedingt rennen. Zusammenfügen. Ihr wisst, was ich meine. So, zusammen, trennen und zusammen. Och, komm schon. Also ich weiß, dass das mir eigentlich einfach nur Abwechslung zeigen soll, aber ich bin nicht ganz so begeistert, wie ich das eigentlich sein möchte. Aber ich mag eigentlich 2D-Plattformer, ne? Also könnt ihr euch auch freuen. Also bei mir wird es dann definitiv auch Cuphead geben. Und natürlich für alle Monster Hunter Fans. Auch Monster Hunter, wenn es dann kommt. Aber jetzt müssen wir ja erstmal den blöden Baumstamm hier besiegen. Alter. Na, okay, das passt. Zusammenfügen. Ah, und der 20. Baumstamm. Mensch, Einfallsreichtum. Lässt grüßen. So. Hammer, jetzt kann ich weiter. Dankeschön. Und jetzt bitte nicht wieder den nächsten Baumstamm mit irgendwelchen Mustern. Bitte, 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 bitte. Irgendwann muss man auch wissen, was gut ist als Entwickler. Ne? Natürlich. Aber dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Ich bin gespannt. Kommt, den machen wir jetzt noch her. Denn ziehen wir noch durch hier. Mal ein etwas längerer. Mit ganz viel Dornen. Naja. Aber der Grauschleier. Warum? Ich glaube, das Spiel wäre schon mal ein bisschen schöner noch, wenn dieser hässliche Grauschleier da weg wäre. Ich weiß nicht, was das soll. Wohl die Farbgebung und die Kreaturen sind ja an sich recht nett designt. Ja, das ist der nächste Baumstamm. Frau hat gerade gefragt, ist das immer noch? Ja, das ist sehr lange. Das ist, wenn man ein Spiel künstlich in die Länge ziehen möchte, wenn man keine Ideen hat. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Nein, liebe Leute. Hat er nicht, hat er nicht. Nein, also das Spiel an sich, liebe Leute, wir können ja schon mal so ein kleines abschließendes Fazit hier machen nach dem kleinen Angezockt-Test. Also das hat definitiv seine Reize für den einen oder anderen. Ihr seht es ja selber, es wiederholt sich unheimlich viel. Ich glaube nicht, dass das im fertigen Spiel, dass da noch sonderlich großartig irgendwelche Sachen dazukommen an Fähigkeiten. Und es wird immer wieder denselben Ablaufmuster folgen. Ne? Also es könnte, denke ich mal, im späteren Verlauf ein bisschen monoton werden, das Ganze. Autsch! Pass doch auf da vorne. Mensch. Ja, und wie gesagt, Grafik ist ganz nett. Wäre schöner, wenn dieser Grauschleier weg wäre, ne? Aua, ich vergesse da jedes Mal in die Mitte zu machen. Und, ja, Musik finde ich, die Musikuntermalung, weiß nicht, die passt irgendwie nicht. Also man versucht hier irgendwas Pompöses und irgendwas so toll zu... Ach, da muss ich mich zusammenfügen, ich Idiot. Was zusammenzufügen irgendwie, so dass das schön ist und ja, mystisch, sag mal so à la Ori, ne, aber man merkt halt doch, dass das halt leider irgendwie nicht funktioniert bis jetzt, ne. So, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir hier nochmal ein paar Blätter. Und dann gehen wir hier nochmal hoch. Zack. Zack, und ich weiß nicht. Machen wir gleich oben, das will ich nochmal testen. Ich will es ja nicht ausschlagen. Vielleicht können wir ja... Nein. Also der Grauschleier geht definitiv nicht weg, liebe Leute. Also nehmen wir das so hin. RT Schattenemper, um die Kreatur zu beeinflussen. Aha, man kann Kreaturen beeinflussen. Ja, okay. Das war jetzt... nicht das, was ich mir jetzt erhofft habe von Kreaturen beeinflussen. Gleiten oder nicht gleiten? Das ist hier die Frage. Ja. Am besten gar nicht, weil er meint...
Autsch, 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 autsch. Warte mal, kann ich den einen auslassen? Ist es wichtig, dass ich den nehme? Nee, das wird so nicht. Das wird so nicht. Also da muss ich mir jetzt echt nochmal eine Idee machen jetzt hier. Eins, zwei, so. Ach so, ich depp. So. So macht das doch mehr Sinn. Ach, scheiße, ja, man kann ja wieder nicht ewig draufstehen auf den Dingern. Aber jetzt habe ich's, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. So, das machen wir noch, liebe Leute. Komm. Das setze ich noch durch. So, hier hoch. So, und dann teilen. Rüber ans Blatt ran. So. Und durch. Und fertig. Wie gesagt, und hier können wir jetzt wieder die Kreatur beeinflussen, um darüber zu kommen. Also auch eine ziemlich lange Demo. Nein. Autschen. Warte mal. Was sehe ich gerade was? Das reicht aber nicht von der Energie her. Dann so. Ach! Ich wollte es abkürzen. Ich wollte es schneller machen. Verdammt. So. Jetzt aber. Zertrümmert und... Okay, es geht weiter. Also, liebe Leute, die Demo ist sehr umfangreich. Ihr seht, ihr könnt das gerne auch nochmal selber zocken. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier auf jeden Fall einen Cut. Wir sind jetzt bei 32 Minuten auf jeden Fall. Das ist, denke ich mal, ausreichend. Ihr habt einen kleinen Einblick hier bekommen in dieses Spiel. Wie gesagt, ein kleines Fazit haben wir ja jetzt schon eigentlich gerade in den letzten paar Minuten gemacht, ne? Es ist ganz nett. Es spielt sich ganz okay. Ne, es wird den einen oder anderen sicherlich ein bisschen fesseln. Ich habe meine Kritikpunkte ein bisschen an der Grafik, am Sound und auch ein bisschen was das Gameplay-Technische angeht. Und ja, bin der Meinung, dass das, glaube ich, ja, weiterhin so geradlinig weitergeht und da keine großen, ja, Szenenelemente kommen. Wer sich nicht daran stört und wer ein Spiel einfach sucht, um irgendwas wieder schnell durchzuzocken oder irgendwelche Erfolge freizuschalten, oder halt hier aller Speedrunner irgendwie was schnell machen möchte. Ich denke mal, für den ist das sicherlich eine kleine Herausforderung, irgendwelche Levels da extrem schnell zu machen. Und ja, würde jetzt sagen, lassen wir mal einfach so stehen. Ich sag mal Dankeschön fürs Reinschalten, Dankeschön an eure Unterstützung. Wie gesagt, ich bin jetzt wieder aus dem Urlaub raus. Jetzt geht's also demnächst wieder ein bisschen mehr Action wieder hier bei Twitch, bei Mixer und natürlich auf YouTube. Und darum bedanke ich mich für Like, Abos, Käsekuchen. Bis dahin, euer Sonnechi. Haut rein!